Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Zu Recht hat die Europäische Union 2012 den Friedensnobelpreis erhalten. Die EU-Mitgliedstaaten tragen wesentlich zu den Friedens- und Stabilisierungsprozessen in verschiedenen Staaten der Welt bei. Auch der verstorbene Bundeskanzler Helmut Kohl hat immer wieder die Verantwortung auch des vereinten Deutschlands für das friedliche Zusammenleben der Völker und die friedensstiftende Wirkung des europäischen Einigungsprozesses hervorgehoben. In der Tat verlangt die konfliktgeladene Realität von heute eine stärkere Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten der EU. Kriege, Krisen, Konflikte, die heutzutage häufig hybrid und durch Cyberangriffe begleitet werden, haben die aktuelle Weltlage komplexer und gefährlicher gemacht als zu Zeiten des Kalten Krieges. Nicht nur in Syrien tobt ein Bürgerkrieg, der ganze Nahe Osten ist ein Pulverfass, Stichwort Katar. Die amerikanische Administration wird heute geführt von einem irrlichternden Präsidenten, der von der Europäischen Union erkennbar nicht viel hält. Unter dem russischen Präsidenten Putin erleben wir eine Rückkehr zu einer aggressiven und destabilisierenden Weltmachtpolitik Russlands. Die Maghreb-Staaten sind Transitländer für afrikanische Armutsmigration und befinden sich selbst in einem labilen Zustand. Schauen Sie auf Libyen, dann wissen Sie, wovon ich rede. In unmittelbarer Nachbarschaft zu uns, zur Europäischen Union, entwickelt sich die Türkei unter Erdogan weg vom Prinzip eines demokratischen Rechtsstaates. Das ist die Realität, in der wir heute leben. Wie können wir auf diese sicherheitspolitische Herausforderung reagieren? Und da unterscheiden wir uns, Frau Jelpke, mit verstärkten zivilen und militärischen Mitteln müssen wir Krisenprävention, Krisenbewältigung und Konfliktnachsorge ermöglichen, mit beidem zusammen. Zugegeben, mit militärischen Interventionen allein werden wir Konflikte nicht lösen. Sie werden teilweise eher vergrößert. Das haben wir erfahren in Afghanistan, das haben wir erfahren in Libyen, das haben wir erfahren im Irak. Von daher ist auch die derzeitige 2%-Diskussion über den isolierten Anteil von Rüstungsausgaben ausgesprochen töricht. Freut mich, dass ich hier die Zustimmung auch von den Grünen bekomme. Hat lange gedauert in meinem politischen Leben, bis ich die Zustimmung bekomme. Nationbuilding, Friedenserhaltung und Konfliktverhütung, Armutsbekämpfung durch Berufsausbildung, umweltschützende, nachhaltige Entwicklung sind die wichtigsten Ziele eines umfassenden Ansatzes, um den wir uns kümmern müssen. Seit 25 Jahren dienen deutsche Polizisten dem Frieden und der Sicherheit im Rahmen verschiedener internationaler Missionen. Zusammen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und humanitären Missionen arbeiten sie friedensstiftend gemeinsam dort, wo Hilfe gebraucht wird, wo die Demokratisierungsprozesse und die Transformationsprozesse langsam und schmerzhaft verlaufen und natürlich auch nicht immer erfolgreich verlaufen. Das geben wir gerne zu. Alle Welt fordert die Bekämpfung von Fluchtursachen. Ich möchte deshalb auch betonen, die internationalen Polizeimissionen sind ein Schlüssel zur Bekämpfung dieser Fluchtursachen. Diktatorische Regime, Armut, Minderheitenverfolgung, religiöse Konflikte, Korruption, organisierte Kriminalität treiben Millionen von Menschen aus Afrika weg von ihrer Heimat auf der Suche nach einem besseren Leben in Europa. Diese Probleme sind der Grund zur Flucht, und sie können nur vor Ort erfolgreich bekämpft werden. Hilfe zur Selbsthilfe ist also das Gebot der Stunde, oder lassen Sie mich mit dem chinesischen Philosophen Konfuzius sagen: Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für das ganze Leben. Darum geht es. Das Gewaltmonopol des Staates, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ausgeübt durch die Polizei, durch wen sonst,
verhindert Selbstjustiz, garantiert Sicherheit und Ordnung. Im Rechtsstaat unterliegt jeder staatliche Zwang dem Verhältnismäßigkeitsprinzip. Dieses Praktizieren gewinnt die Polizei das Vertrauen. Der Bürger wird der Polizist zum Freund und Helfer. In vielen Staaten der Welt, das ist zugegeben, finden wir ein völlig anderes Polizeibild. Wir finden Polizisten, die eher Feind als Freund sind. Es ist eine Polizei, die Teil der organisierten Kriminalität ist, wo die Staatsgewalt zum eigenen Vorteil missbraucht wird. Das gibt es alles auf der Welt. Unser gesamtes Staatsverständnis wird durch die ersten beiden Sätze unseres Grundgesetzes auf wunderbare Weise postuliert. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Besser kann man es nicht zusammenfassen als das, was wir unter dem Gewaltmonopol des Staates und dem Staatsverständnis verstehen. Und dieses Staatsverständnis ist der Exportartikel Deutschlands. Dieses Staatsverständnis in die ganze Welt, zu tragen, ist die Aufgabe der Polizeimissionen. Und dafür wollen wir Ihnen ganz herzlich Dank sagen. Es ist richtig, dass auch die internationalen Militärmissionen als ein Friedensinstrument hervorgehoben werden. Ebenso wichtig sind aber auch internationale Polizeimissionen. Wie zwei Seiten einer Medaille sind sie Teil eines komplexen, multidimensionalen Ansatzes zur Schaffung von und Sicherung von Frieden und Stabilität in der Welt. Auch der Deutsche Bundestag sollte, und dafür bin ich jetzt dankbar für diese heutige Debatte, sollte sich mit diesen Einsätzen viel häufiger befassen. Wir tun es ja bei jedem Militäreinsatz. Und wenn es nur ein Dutzend Soldaten sind, werden namentliche Abschiebungen gefordert. Aber für diese Polizeieinsätze, die genauso wichtig sind, haben wir viel zu wenig Zeit im Parlament. Mit dem Dank an die Polizisten möchte ich meine Rede schließen. Es ist meine letzte Rede, die ich in diesem Bundestag gehalten habe. Ich wünsche Ihnen allen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Gesundheit. Gehen Sie entspannt in den bevorstehenden Wahlkampf. Zwar sollten wir Politiker möglichst viele Menschen mitnehmen auf unserem Weg. Andererseits erwarten diese Menschen von uns auch politische Lösungen und klare Standpunkte, zu denen wir stehen, auch wenn wir wissen, dass wir nicht 100% der Wähler damit hinter uns bringen. Aber, und das ist das Beruhigende an der Demokratie, es ist schön, dass man nicht 100% Wahlzustimmung braucht. Es reicht die einfache Mehrheit, um eine Regierung bilden zu können. Das wünsche ich insbesondere meiner Fraktion, weniger ihren Kollegen. Bei mir ist dies gelungen, die Mehrheit der Wähler zu überzeugen, über 40 Jahre lang. Und dafür möchte ich zum Schluss meiner Rede meinen Wählern von dieser Stelle ganz herzlich danken. Herr Kollege Uhl, gestatten Sie mir an dieser Stelle ein persönliches Wort. Ich werde das nicht bei allen letzten Reden, die gegebenenfalls heute noch gehalten werden, tun. Aber ich hatte die Gelegenheit, in diesem Fall natürlich nicht als Präsidentin, sondern als Mitglied des Innenausschusses seit 1998 mit Ihnen in eben diesem Gremium zu arbeiten. Und insofern wünsche ich Ihnen auch für die Zukunft nicht nur alles Gute, sondern uns allen, egal ob wir weiter im Bundestag arbeiten oder nicht, einen solchen Umgang, wie wir ihn gepflegt haben. Wir haben uns in der Sache nie was geschenkt. Aber es ist immer mit Respekt vor der Person zugegangen. Und ich finde, das ist etwas, was wir hier auch entsprechend vorleben sollten. Also auch herzlichen Dank. Und ich denke, da spreche ich dann auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen für die Zusammenarbeit und alles Gute. Wir fahren fort in der Debatte. Das Wort hat der Kollege Dr. Lars Castellucci für die SPD-Fraktion.